Hey, ihr seid bei Koskan, ihr seid bei Angie und Angie ist in Frühlingsstimmung. Ich brauchte mal was Frisches und mit Blumen funktioniert das immer super. Ich habe hier tollen Blumenstrauß, einen Frühlingsstrauß mit tollen Farben. Gelb, Rosé, Pink, Lila, Weiß, ja leicht Orange. Also ein wunderschöner Blumenstrauß. Ja, und zum Thema Farbe möchte ich euch die Trendfarbe des Jahres vorstellen. Nämlich das Institut Pantene wählt jedes Jahr the Color of the Year. Dieses Jahr ist es geworden Veri Peri. Und ich trage sie auf den Nägeln. Ja, wunderschöne Farbe, blau-lila. Die Presse schreibt, blau küsst lila, lila küsst blau. Na, tolle Farbe. Neu ist, dass Pantone die neu zusammengestellt hat und nicht aus ihrem alten Sortiment genommen haben. Ja? Also neue Farbe. Und The Color of the Year bestimmt immer sozusagen die Farbe der Industrie. Das heißt, du wirst gucken, du wirst jetzt demnächst Bettwäsche sehen. Nicht nur T-Shirts, Hosen und frag mich nicht. Nein, auch Autofarben. Also die ganze Industrie orientiert sich jetzt an dieser Farbe. Wahnsinn, oder? Okay, das war erstmal der erste Teil von Angie Goes Fashion. Es geht gleich weiter. Bleib dran und vielleicht konnte ich ja auch inspirieren für den Frühling.